Ja. Diese Vorschau auf die nächste Serie, Was ist eigentlich Kultur bei Bacopa, wird jetzt gerade aufgezeichnet und es ist Ostern, deswegen grünende Ostergrüße und blühenden Frühling wünschen wir allen, die das jetzt sehen. Wir können zwar Eier von freilaufenden Hühnern kaufen, aber leider selber noch nicht wirklich frei rumlaufen. Vor allen Dingen die Kultur kann das nicht. Also ist ja gerade auf Eis Ja, gelegt. aber was ist denn eigentlich Kultur? Ja, genau. Und das ist ja eine sehr spannende Frage, weil wann hat man sich das eigentlich mal gefragt? Was ist eigentlich Kultur? Da haben wir dann fünf Zoom-Termine, wo wir diesen Fragen nachgehen wollen. Aber zunächst mal möchte ich noch so ein paar kleine Gedanken davor stellen. Also, diese Situation, in der wir leider immer noch sind, bedeutet ja, Kultur findet eigentlich nicht mehr statt im öffentlichen Raum. Trotzdem ist aber Kultur mehr in den Medien präsent als je zuvor. Vielleicht, weil wir erst merken, was uns fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Aber wahrscheinlich auch deswegen, weil natürlich den Künstlern und all den Menschen, die freischaffend in der Kultur tätig sind, in Deutschland sagt man, das ist der drittgrößte Wirtschaftsfaktor oder der ganze Kulturbetrieb, den steht ja das Wasser bis zum Hals. Also den drückt diese Situation ja fast ihre Existenz ab. So. Also insofern ist es kein Wunder, dass wir viel von Kultur reden. Das ist auch wichtig. Und man sieht und merkt ganz deutlich, was für ein unglaubliches Bedürfnis danach ist, dass Kultur stattfindet, dass es Also aus. kulturelle Veranstaltungen, Genau. an denen man aktiv teilnehmen kann und so Teil des Geschehens wird und gemeinsam mit den Künstlern abhebt. Ja, genau. Mit Musik, mit Ausstellungen, mit Museen, mit Konzerten. Auch natürlich mit der ganzen nächtlichen Kultur in Clubs und Diskotheken und Tanz und Raves. Gerade für die jungen Leute ist es wirklich dramatisch, weil 2 Tage, 2 Jahre mal eben stillstehen, ist ja wirklich sehr schwierig. Das macht ja auch wirklich einen starken, ja, es ist. Wie soll ich sagen? Es ist eigentlich lebensabschneidend. Also, Das ich muss ja wollte. furchtbar sein, wenn man da hinein pubertiert Ja, gerade. genau, ohne all diese ganzen Möglichkeiten. Aber ich wollte gerade sagen, dass dieses Bedürfnis ganz stark ist, hat man letztes Jahr ganz deutlich gemerkt, als in Salzburg da dieses Pilotprojekt war, trotzdem die Festspiele in einem bestimmten Rahmen möglich zu machen. Und das war ja unglaublich befreiend und Leute haben aufgeatmet. Das war für die Opernsängerinnen und Sänger und für alle Beteiligten und auch für die Zuschauer, die dabei sein konnten, großartig. Jetzt vor kurzem gab es in Berlin die Initiative, dass die Philharmonie ein Konzert gab und 30.000 Menschen haben sich auf 1.000 Karten beworben, die innerhalb von Minuten weg waren. Also das zeigt doch ganz deutlich, was für ein unglaubliches Bedürfnis wir haben. Kulturhunger. Genau, wirklich ein Kulturhunger. Also das heißt, am Donnerstag, dem 15. April, beginnt unsere Serie mit genau dem, was du mich gerade gefragt hast. Was ist denn eigentlich Kultur? Wo kommt das Wort vor? Was meinen wir damit? Wo kommt das her? Was hat das für eine Bedeutung? Ja, und ansonsten werden wir uns da mit der Heilkunst beschäftigen. Das ist ja das Kerngebiet auch von Bacopa. Ja, und ein bisschen Einblick in verschiedene Medizinsysteme gewinnen und auch merken, wie das kulturelle Denken auf die Medizin oder Heilkunst auch einübt. Also Kunst hat mit dem Wort Erkenntnis zusammen. Und das ist doch erstaunlich. Und also eine Kunst basiert auf
Kenntnissen und Erkenntnissen über das Sein an sich. Und eben das Ganze basiert auf kulturellen Traditionen und das bricht sich gegenseitig. Also das werden wir alles bei diesem ersten Termin beleuchten. Also es wird nicht darum gehen, welches Medizinsystem das beste ist, weil Ranking ist sinnlos. Ja. Wir möchten einen kleinen Überblick über die vielen, vielen Aspekte der Heilkunst werfen. Genau, bieten. Dann eine Woche später, 22.04., da ist dann die Thematik Worte und Sprache und Dichtung und Literatur. Also da geht es um alles das, was uns wörtlich überliefert wurde. Unglaublich in wichtige, tiefe Einblicke. Also diejenigen, die auf diese Webseite von Bacopa klicken, werden das ja ganz genau nochmal in einzelnen Sätzen vorgestellt bekommen, was der Inhalt dann sein wird. Also es geht einfach um alles, was schriftlich überliefert ist. Natürlich, was wir halt in einer Stunde euch bieten können und erklären können, sodass wir verstehen, wie unglaublich wichtig bestimmte Epen, epische Dichtungen, Dramen und so weiter überhaupt für eine kulturelle Identität eines Landes war und auch für uns, also für jeden von uns. Also das merkt man zum Beispiel, wenn man daran denkt, wie stark Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren die ganze Kinderwelt revolutioniert hat und dass das eigentlich nur in der Zeit so möglich war, in der diese drei kleinen Bändlein, diese niedlichen kleinen Büchlein erschienen sind. Und es hat nicht nur Kinder begeistert, sondern auch Erwachsene. Es hat uns geprägt, es hat uns die Möglichkeit gegeben, einen ganz neuen Einblick in Kindheit und auch in die Selbstständigkeit und Freiheiten und auch revolutionären Ideen von Kindern zu bekommen. Das war auch sehr neu. Also sehr prägend ist das. Ja, dann am 24.04., das ist ein Sonnabend, wie man hier im Norden sagt. Das Samstag ist ein Fremdkörper. Also am Sonnabend, den 24.04. Tauchen wir ein in Musik. Das geht los mit den altsteinzeitlichen Flöten, Tönen und endet eigentlich beim Black Metal. Und da werde ich erklären, was verschiedene Musikstile miteinander zu tun haben und dann zeigen, dass es unglaublich viele Facetten und Aspekte von Musik gibt und wie wahnsinnig wertvoll es für unser Leben ist, Musik zu empfinden, als Freude zu empfinden und miteinander zu teilen. Und es bringt irgendwie mehr Spaß, wenn man zu zweit oder zu mehreren in die Oper geht, als alleine. Oder in ein Konzert oder so. Ja, das ist auf jeden Fall ein Termin, der für Christian Rätsch vorbehalten ist, weil er ist derjenige, der mir die ganzen unglaublichen, vielschichtigen Klangwelten immer wieder neu eröffnet. Und wir haben da ein ganz breites Spektrum und die vor allen Dingen die Oper. Operngenüsse verdanke ich sehr Christian. Und ja, sehr gerne. Darauf folgende Termin, das ist Donnerstag, der 29.04., da geht es um die Malerei. Ja, genau, dein Thema. Genau, also um das, was ich hier so in unsere kleine Forschungsgemeinschaft immer wieder einbringe, weil ich als Kunsthistorikerin mich ja sehr mit Bildern und mit Gemälden und der Malerei beschäftigt habe. Also das ist natürlich einfach nur ein Beispiel für diese bildende Kunst. Man hätte auch über Architektur oder über Bildhauerei oder sowas reden können. Wir werden dann in diesem Termin aber nur über Bilder und Malerei reden und ihr werdet merken, unglaublich spannend, überhaupt sich klarzumachen, wie stark wir alles, was wir denken und vorstellen, in Bildern in unseren Köpfen haben
Und dann ist die nächste spannende Frage, wie haben denn Gemälde, die wir gesehen haben, die Künstler archetypisch in die Welt gebracht haben, wiederum unsere Vorstellung geprägt? Also diese ganzen Zusammenhänge möchte ich euch immer an kleinen Beispielen näher bringen. Und das bedeutet, dass wir dann immer wieder in den Bildschirm auch wechseln werden und ihr dann diese Bilder auch groß sehen werdet. Also ich halte sie dann nicht einfach nur so vor die Kamera. Und das Und müssen wir natürlich auch bei deinem Thema ja, mit der am Musik Freitag, machen. den 30.04. Nein, ich wollte gerade noch mal zurückgehen, weil du wirst ja auch Musik vorstellen, aber eben nur in kleinen Anspielungen, damit das Ja. mit GEMA oder so keine Probleme gibt. Also da kann man immer mal so einen Takt vorstellen und vielleicht bekommt ihr dann auch eine Liste, was das alles für Bild- und Musikbeispiele waren. Ja, und jetzt. Jetzt kommen wir zum Tanz. Tanz ohne Musik ist ziemlich schwer vorstellbar. Das hängt ganz innig miteinander zusammen und auch das Theater. Das Wort Theater ist altgriechisch und bezeichnet all das, was wir heute auch damit verstehen und meinen. Gründung des Theaters wird dem Gott Dionysos zugeschrieben und ist damit ja, göttlicher Herkunft und hat uns etwas zu sagen. Und das Theater hat seit der Antike sehr, sehr viel eingewirkt auf unsere heutige Welt. Und Oper ist übrigens Musiktheater. Und auch das. Auf jeden Fall werden wir uns mit den Ursprüngen und dem Gott Dionysos und seinen lüsternen Gefolge Und was die beschäftigen. Satiren und die Tragödien und die Ja, Komödien damit genau. zu tun haben. Ja. Ja, und wir Ach so, die danken. haben auch eine Heilwirkung. Genau, wir danken Walter sehr, dass wir diesen Bogen von den Heilkünsten zur Heilkunst des Theaters spannen dürfen. Und wir freuen uns natürlich, wenn diese unglaublich gegenwärtige, spannende Thematik auch euch interessieren wird. Vielen Dank. Vielen Dank.